Das Jahr 2022 wird als das Jahr der großen Zeitenwende bezeichnet. Ist es das tatsächlich das Jahr, in dem alles anders geworden ist? Nicht alles, aber einiges anders geworden. Man übertreibt heute immer. Alles ist die Hochzeit des Jahrhunderts oder das Ereignis, die Zeitenwende. Nein, es ist ein Wandel, aber man soll wieder nicht übertrieben die Bedeutung dieser Zeitenwende. Das finde ich wäre falsch. Aber wir haben immerhin einen großen Krieg in Europa, an den niemand geglaubt hat. Das hat niemand geglaubt. Aber warum haben die Leute nicht geglaubt? Durch die ganzen Jahrhunderte, die letzten 1000 Jahre war immer ein Krieg in Europa. Warum soll er plötzlich damit aufhören? Naja, weil man gedacht hat, nach dem Zweiten Weltkrieg, nach 1945, wird es das nicht mehr geben. Nein, die Menschen bleiben die gleichen bösartigen, fleischfressenden Affen, die sie immer waren. Und infolgedessen schlagen sie sich gern tot. Ich möchte aber trotzdem hören, dass ein Aggressionskrieg von Russland gegen die Ukraine etwas ist, das die Lage in Europa und in der Welt total verändert. Natürlich. Oder ist es das nicht? Ja. Es verändert die Lage. Das gebe ich in Europa, gebe ich völlig zu. Nein, das und jeder Krieg in Europa hat die Lage verändert. Ob es der Zweite, der Erste Weltkrieg, ob es das 1870er Krieg war oder zwischen Frankreich und Deutschland, die napoleonischen Kriege, sie haben immer die Situation verändert. Aber wie gesagt, das ist normal, das passiert in einem Jahrhundert eins bis zweimal. Während unserer Lebenszeit ist es passiert in Ex-Jugoslawien, aber davon haben wir uns nicht richtig bedroht gefühlt. Nein, weil was mit den Juden passiert, hat uns nicht so interessiert, um die Wahrheit zu sagen, wie die österreichische Einstellung ist. Dabei ist natürlich, das dürfen wir nicht vergessen, wie viele ehemalige Jugoslawen emigriert sind nach Österreich. Dadurch war unsere Industrieentwicklung gewährleistet. Vielleicht sind viele Fremdarbeiter, die hergekommen sind. Und es ist auch Jugoslawien zerfallen. Was ein interessantes Faktum, weil ich kenne die Jugoslawien gut und es gab immer zwei Parteien dort. Die einen, die eigentlich, was jetzt passiert ist, die serbischen, kroatischen, slowenischen Nationalstaat haben möchten, aber es gab auch wirklich Anhänger der jugoslawischen Idee. Die war gar nicht so wenige und es waren auch viele begeistert von Marschall Tito. Man soll nicht die Postfestinterpretation in die Vergangenheit schieben. Das Wort Juden haben wir in Anführungszeichen gesprochen. Ja. Ironisch als, ja. Na, das muss man dazu sagen, ironisch als eine Bezeichnung, die die Österreicher verwendet haben. Aber trotzdem. Verwendet haben sie, verwenden sie noch immer, melde ich aus. Okay. Müssen wir uns fürchten heute? Immerhin, das war ein Bürgerkrieg, Jugoslawien. Immerhin, eine Atommacht überfällt ein großes europäisches Land. Natürlich ist das eine gefährliche Entwicklung. Aber Gott sei Dank haben die Ukrainer Mut und Mittel gefunden, sich zu verteidigen. Und vielleicht wird das Ergebnis dieses Krieges genau das Gegenteil sein, dass wir uns weniger fürchten müssen als vorher. In einem Interview haben Sie gesagt, Russland wird zerfallen. Das meinen Sie damit? Jeder verlorene Krieg hat seine Auswirkungen. Und manchmal, auch wenn man, sagen wir, friedliche Wege verliert. Also vor den 90er Jahren ist die Sowjetunion zerfallen und sind also die zentralasiatischen Gebiete verloren gegangen. Und der Kaukasus und das Baltikum? Kaukasus nicht, nur teilweise. Ja. Teilweise ist der Kaukasus geblieben. Es ist Armenien und Aserbaidschan selbstständig geworden. Aber beide sind an Russland in verschiedener Weise gebunden. Aber im Baltikum ist endlich frei geworden.
Das ist richtig. Aber dieser Prozess wird fortschreiten. Wir dürfen nicht vergessen, es gibt noch viele Gebiete, die andere Nationen bewohnen als Russen. Und die werden sozusagen die Wohlstandsgarantie verloren geht, was sie offensichtlich jetzt tut, dann werden sie kein weiteres Interesse mehr haben, in Russland zu verbleiben. Welche Gebiete könnten das sein? Sibirien oder nur Tschetschenien? Oder? Ja, ob es im Kaukasus ist, wo es verschiedene Gebiete, die gerne unabhängig wären, ob es Sibirien wäre. Aber das ist natürlich... Da ist die große Frage, wie lange sie unabhängig bleiben würden, weil am anderen Ende Sibiriens ist China. Und das, zum Unterschied von Russland, ist überbevölkert. Infolgedessen blickt es mit einem gewissen Interesse, ob es nicht Sibirien sich einkassieren könnte. Also die Chinesen brauchen Lebensraum. Haben wir schon einmal gehabt und wir wissen, wie das Lebensraumdenken endet. Bleiben wir trotzdem bei der unmittelbaren Zukunft. Der Krieg wird noch länger dauern. Länger dauern. Ein Jahr, zwei Jahre. Das keine Ahnung. Aber er wird länger dauern. Gar kein Zweifel. Hoffentlich nicht zwei, drei Jahre. Hoffentlich endet er früher. Weil natürlich bringt er, so lange dauert, unseliges Leid für die Bewohner der Ukraine. Das hängt natürlich davon ab, wie sehr die Ukraine vom Westen unterstützt wird. Wie würden Sie die bisherige Haltung des Westens beurteilen? Überraschend positiv. Ich muss sagen, ich war sehr überrascht, dass sich der Westen wirklich ermannt hat. Und ob es am stärksten natürlich die Vereinigten Staaten, aber in Europa Großbritannien, dass hier wirklich sich wieder wie eine Großmacht benimmt und starken Einfluss hat. Und ohne der englischen Hilfe wären die Ukrainer bei weitem nicht so gut beieinander. Aber auch andere Länder, zum Beispiel die Tschechische Republik, spendet für ein kleines Land ungeheuer viel. Nein, Gott sei Dank ist die Causa Ukraine populär geworden in Europa. Und wir wissen alle, dass ihnen geholfen werden muss. Die Tschechische Republik hat relativ viel gespendet. Die Slowakei hat sogar ein ganzes Waffensystem, also ein Luftabwehrsystem, gespendet. Warum? Haben die Angst, dass sie dann die Nächsten sind? Mit Recht. Natürlich. Ja, bitte, wir dürfen nicht vergessen, wenn die Ukraine verlieren würde, dann hat die Slowakei die Russen unmittelbar an ihrer Grenze. Und das, diese Aussicht, glaube ich, begeistert sie wenig. Obwohl, genau, interessanterweise in der Slowakei die pro-russischen Überlegungen viel stärker sind als in den böhmischen Ländern. Wie sieht es da mit Ungarn aus? Und wie soll man mit Ungarn umgehen? Viktor Orban hat gerade jetzt erst wieder gesagt, er bleibt bei seinem freundlichen Kurs gegenüber Russland, gegenüber Putin. Die Sanktionen sind schlecht. Eigentlich benimmt er sich nicht mehr wie ein EU-Mitglied, sondern wie ein Gegner der EU. Was soll man da tun? Nicht nur das, sondern man darf nicht vergessen, mit was er seine Karriere angefangen hat. Wie die Rede zum Gedenken von Imre Nagy. Also gegen die russische Besatzung. Genau. Ja. Also das ist 180 Grad. Ja, umgedreht. Nein, ich glaube, er betreibt eine rein egoistische Politik. Das ist immer eine Tragödie. Was soll Europa da tun? Was soll Österreich da tun gegenüber Ungarn? Zusehen und hoffen, dass es besser wird oder aktiv etwas unternehmen? Österreich als ein unmittelbarer Nachbar. Und jetzt gilt Österreich neben Serbien als der wirkliche Verbündete Ungarns. Ich glaube, das ist überflüssig. Zumindest überflüssig, wenn nicht kontraproduktiv. Ja. Gibt es etwas, was wir tun könnten? Natürlich, ja. Eindeutig der Kanzler oder andere, wenn sie nach Budapest fahren, eindeutig ausdrücken. Und
eine andere Politik betreiben. Das Problem ist, dass Österreich selber unter dem Vorwand der Neutralität, sagen wir, sich nicht gerade zurückzerreißt zugunsten der Ukraine. Wie stehen Sie zur österreichischen Neutralität? Na, im Prinzip finde ich sie richtig. Sie ist natürlich in den langen Jahrzehnten, seit den 50er Jahren, hat sie sich sehr verwandelt. Trotzdem würde ich sie nicht offiziell aufkündigen. Ich glaube, das steht nicht dafür. Warum? Und ist ja Österreich damit nicht schlecht gefahren, um die Wahrheit zu sagen. Weil wir so ein Auslagenfenster für die Russen waren. Die ganze Zeit. Also wir sollen nicht der NATO beitreten? Das ist eine wirklich wichtige Überlegung, die man sehr gründlich durchdiskutieren muss. Das kann man nicht leichtfertig, noch gehen wir in den NATO, sondern alle Vorteile und Nachteile sich sehr gründlich überlegen. Ich würde sagen, soll kein Tabu sein, aber soll auch nicht ein leichtfertiger Entschluss werden. Dieses Jahr 2022 hat meiner Meinung nach auch etwas anderes gezeigt. Die europäische Illusion und die westliche Illusion, dass Handel, dass man durch Handel einen Wandel herbeiführen kann, dass man autoritäre Systeme... Das war der deutsche Glaube, ja. Ja, auch der österreichische Glaube. Ja, immer. Wir sind da den Deutschen erfunden, haben das die Deutschen. Das ist jetzt widerlegt. Ja, ich glaube, das glaubt niemand mehr. Auch gegenüber, nicht nur gegenüber Russland, sondern auch gegenüber China. Natürlich, eigentlich. Ja. Solche totalitären Systeme lassen sich durch Wandel, durch Handel einfach nicht in ihren... Nein. Es kann sein, dass sie sich wandeln, aber also da müssen verschiedene Gründe, nicht nur allein durch den Handel. Das ist ein Blödsinn. Also von außen ist es so gut wie unmöglich. Richtig. Das sollen wir zur Kenntnis nehmen und demgemäß auch sich einrichten. Auch im Verkehr mit Mächten, die diesen Prinzip anhängen. Das heißt, wir bemühen uns ja schon, uns von den Gaslieferungen, von den Energielieferungen von Russland mehr zu lösen. Dasselbe auf umgekehrt, dass wir China als großen Absatzmarkt betrachten, müssten wir also auch tun. Natürlich ist es der größte Markt der Erde. Ist gar kein Zweifel. Aber wie gesagt, es gibt daneben Indien und andere große Märkte. Wir sollten China nicht verlassen. Aber diese Faszination vieler Unternehmer in Deutschland, aber auch in Österreich von China, die ist etwas übertrieben. Man sollte den Handel betreiben, aber keine Illusion haben, dass wir dadurch einen Wandel erreichen und aufpassen, dass wir nicht in irgendeine Abhängigkeit kommen. Die Demokratie erscheint weltweit unter Druck. Nicht nur China, Russland, Iran. Es gibt so viele antidemokratische Länder, aber auch in Europa und in den USA selbst gibt es, wenn man jetzt diesen Putschversuch von Trump am 6. Jänner 2021 betrachtet, gibt es auch sehr gefährliche Entwicklungen. Sind Sie da grundsätzlich optimistisch, dass sich die Demokratie durchsetzen wird? Oder eher pessimistisch und was müssten wir tun? Nein, ich bin eher optimistisch. Ich habe eigentlich ein tiefes Vertrauen in die amerikanische Demokratie. Auch diesen etwas peinsamen Versuch eines Putsches, ob es wirklich ein Putsch war oder einfach jemand, der nicht nachgedacht hat, das ist eine andere Angelegenheit. Aber ich glaube, die amerikanische Demokratie ist relativ sehr stabil. Auch die europäischen Demokratien, obwohl wir hier Parteien haben, die ziemlich autoritär... Ja, es gibt überall solche Parteien. In Amerika auch und bei uns auch, selbstverständlich. Die Demokratie stagelgrün aufliegt. Stagelgrün aufliegt, das ist ein Begriff, den nur mehr ältere Menschen wissen. Ja. Wir werden ihn in einer Fußnote erklären. Noch einmal zurück zu Österreich. Hat Österreich eine Außenpolitik? Hoffentlich. Wenn man jetzt betrachtet, dieses Schengen-Veto.
Das war eine törichte Idee. Aus innerpolitischen Gründen. Wann immer jemand Außenpolitik aus innerpolitischen Gründen verändert, ist es gewöhnlich ein Blödsinn. Sie haben Zeit Ihres Lebens auch aus einer sehr, sehr alten Tradition heraus den Südosten Europas gesehen als einen Raum, um den sich Österreich auch kümmern sollte. Natürlich. Für uns ist entscheidend, wenn dieser weiche Bauch Europas, weiche Untergrund einmal ins Rutschen gerät, dann zahlen wir auch drauf und gewaltig. Nein, wir sollten uns da sehr stark ein. Gott sei Dank, eigentlich, das tun die Österreicher. Sie versuchen, ob stark genug oder das ist eine andere Sache. Aber zumindest verbal unterstützen wir bekanntlich die Aufnahme der Balkanländer. Also des Westbalkan, ja, in der EU. Wie sollen wir mit Serbien umgehen? Die Geschichte ist ja wirklich, es ist zum an den Kopf greifen. Vor 100 Jahren oder mehr als 100 Jahren war Serbien ein Störfaktor. Jetzt spielt Serbien wieder eine Spezialrolle. Sie haben diese Verbindung nach Russland. Sie wollen zwar zur EU, aber nicht so richtig. Es ist ein autoritäres System. Wie soll man mit so einem Land, das aber sehr wichtig ist auf diesem, in diesem Raum, wie soll man damit umgehen? Wir müssen einmal akzeptieren, dass die Serben die stärkste außer den Rumänen die stärkste Balkannation ist. Und Rumänien gehört nur so halb zum Balkan. Und die Serben haben immer eine sehr bewusste nationale Politik betrieben. Das gehört zu ihrer Geschichte. Nur wir müssen ihnen klar erklären, es gibt nicht, dass man beides hat. Es geht nicht, in die EU aufgenommen werden und zugleich ein liebevolles Verhältnis mit Russland zu pflegen. Das ist unmöglich. Und das muss man auch klar erklären. Vielleicht werden sie sich dann für Russland entscheiden. Okay, aber es muss zumindest einmal klargelegt werden, dass beides nicht möglich ist. Solange Russland eine aggressive Macht ist, die einen Krieg in Europa führt. Das heißt, gegenüber Serbien und gegenüber dem serbischen Autokraten Aleksandar Vučić sollte auch Österreich eine klarere Sprache führen, genauso wie gegenüber Ungarn. Beide werden vom Ballhausplatz als Verbündete betrachtet. Da sind wir zu schwach, zu wenig eindeutig. Die traditionelle Bindung an Ungarn, verständlicherweise. Und vielleicht sind wir glücklich, dass nach 150 Jahren Streit wir endlich mit den Serben ein gutes Verhältnis haben. Ich wäre ja auch dafür, dass wir ein gutes Verhältnis zu den Serben haben, aber nicht unter diesen Umständen. Das heißt, das ist Ihre Forderung an die österreichische Außenpolitik, seien wir klarer, ja, mit denen einen seltsames Spiel spielen, um es mal kurz zu sagen. Ja, es ist nicht ein ganz normales, egoistisches Spiel, aber ein unglückliches, ein wirklich unglückliches Spiel. Danke. Bitte.